Bei dieser Gleichung fällt Ihnen natürlich sofort etwas Sensationelles auf. Und zwar fällt Ihnen natürlich sofort auf, ich habe hier ein Produkt, welches 0 sein soll. Und wie immer, wenn ein Produkt 0 ist, heißt das, der erste Faktor ist 0 oder der zweite Faktor ist 0. Faktor heißt in diesem Fall Klammern einfach. Das heißt, entweder t plus 2 ist 0 oder x hoch 3 plus 5x gleich 0. T plus 2 ist 0. Das ist zwar nett, liefert mir nämlich die Lösung t ist minus 2, aber eigentlich ist es uninteressant, weil mich interessieren ja nicht t-Lösungen, sondern mich interessieren x-Lösungen. Also sprich, ich könnte eigentlich auch sagen, dieses Ding liefert mir definitiv keine x-Lösung und t-Lösungen interessieren mich nicht. Also dieser Teil liefert mir keine Lösung für x. Also kümmere ich mich um diesen Teil. Was kann ich hier machen? Ich kann ein x ausklammern. Ich klammere ein x aus. Vom x hoch 3 bleibt übrig x Quadrat und vom 5x bleibt übrig eine 5. Und damit habe ich abermals ein Produkt, kann also wiederum sagen, der Teil ist 0 oder der Teil ist 0. Das heißt, entweder x ist 0 oder x Quadrat plus 5 ist 0. X gleich 0 ist schon eine Lösung für x. Kann ich rot einrahmen. Und hier muss ich natürlich nach x auflösen. Man sieht eigentlich schon, es gibt keine Lösung, weil wenn ich die 5 rüberbringe, habe ich x Quadrat gleich minus 5 und Quadrat kann nicht negativ sein. Wollte ich noch einen Schritt weitermachen, müsste ich die Wurzel ziehen, aber die Wurzel aus was Negativem geht nicht. Und deswegen liefert mir dieser Teil auch wieder keine Lösung. Und damit bleibt es bei der einzigen Lösung x gleich 0.